Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 5. Und heute fahren wir mein Lamborghini. Und ich habe mir eben den schon mal kurz hier angeguckt. Wir können ja mal hier die Tür aufmachen. Bisschen da rangehen. Einfach mal reinsetzen. Also wirklich wunderschöne Aussicht. Und der hat mich tatsächlich damals 8 Millionen gekostet in Horizon. Ich würde einfach sagen, fahr den jetzt einfach mal und sage, let's go. Also wirklich schon sehr, sehr schön designt. Ich bin den nämlich noch nie gefahren. Wo schickst du uns jetzt hin, Computer? Ja, da fahren wir da mal hin. Ich glaube, da gibt es ein Rennen. Das habe ich letztes Mal nicht abgeschlossen. Oder hab mich dazu hingeschickt, aber bin das dann nicht gefahren. Würde ich einfach sagen, wir fahren das mit diesem traumhaften Auto. Der lässt sich schon zeigen. Der fährt auch sehr, sehr gut. Man kann halt sagen, dass er schlecht ist. Oh Gott. Ich wohne halt gefühlt im Buxtehude. Wie hier wieder abgeht. Drück einmal aufs Gas und schon stehen wir gefühlt im Buxtehude. Ich habe heute nur KI-Verkehr drin, weil dadurch kann ich halt einfach besser fahren, weil sonst kommt wieder irgend so ein Hund und rammt mich oder fährt so dumm durch mich durch, dass ich mich erschrecke und dann einen Unfall baue. Deswegen, ja. Oh Gott. Was machten die denn hier? In 400 Metern links abbiegen. Mann, Mann. Jetzt so gerne die Hube aus dem LS19, Junge. Junge, die Hube, die ist einfach legendär. Ja, ich bin dann jetzt mal hier weg. Moin, moin. Ja, hier kannst du so richtig durchziehen, Junge. Wir fahren irgendwas mit 300 Sachen. Na gut, den Unfall hat jetzt überhaupt keiner gesehen. Bei so einer hohen Geschwindigkeit. Habe ich da vor mir auch ein Lambo. So, den will ich auch abziehen, Junge. Jedes Auto steht gefühlt leichter. So, was ist das für ein Rennen? Du hast dein Ziel erreicht. Gut, würde ich sagen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ui, so richtig filmmäßig. Okay. Das Auto muss ich jetzt fahren. Ich habe ein Fahrzeug, aber kein Guide. Eine kleine Planänderung. Sag mal, hast du schon mal einen aktiven Vulkan aus der Nähe gesehen? Nee. Wir treffen uns oben auf dem Berg. Das darfst du nicht verpassen. Was, der ist aktiv? Ja, ja, Entschuldigung. Moment, der wirklich aktiv ist. Was war das? Ach, das ist doch nichts. Ein kleines Beben. Die Aufhängung vom RS200 schreckt das locker weg. Ja. Junge, das ist so richtig filmmäßig hier. Oh Gott. Da kommt eine Menge Rauch aus diesem Vulkan. Du solltest hier hochkommen. Und zwar pronto. Ich komme schon pronto hoch. Bin auf dem Weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Irgendwie hört sich von dem die Stimme an und meine irgendwie voll ähnlich an. Aber ich habe das gar nicht gesprochen. Das ist nicht zufällig gerade dort, wohin du mit meinem Superstar unterwegs bist, oder? Nö, nö. Está bien, Hayley. Das ist wirklich nur eine kleine Eruption. Ja. Zur Sorge. Kein Grund zur Sorge, hat er ganz recht. Aber denk dran, dass wir den Außenposten brauchen, ja? Oh Gott. Das ist doch unglaublich, oder? Der Vulkan hat sich noch nie so verhalten. Aber jetzt wacht er auf für Horizon. Horizon. Oh Gott. So, hier läuft Musik. Ich darf überhaupt keine Musik abspielen, sonst kriege ich wieder Ärger. Copyright. Wenn du oben bist, sollten wir unsere Tests durchführen und schnellstens verschwinden. Die Wache wartet uns. Ich glaube, der Vulkan wird langsam sauer. Ja, ich werde auch sauer. Meldet sich live aus dem Horizon XS Hubschrauber. Moinsen. Richtig, wir haben einen Hubschrauber. Wir fliegen hoch über Mexiko, um einem der Superstars unter den Fahrern zuzusehen, wie er es mit dem Zorn des Vulkans Gran Caldera aufnimmt. Ich nimm's auf. Das
Fernsehen interessiert sich für dich. Du kommst in die Nachrichten. Oh Gott, ein. Ich will halt in die Nachrichten. Diese Expedition scheint direkt auf den aktiven Krater des Vulkans zuzusteuern. Oh Gott. Tokyo Drift. Das ist wohl die rockigste Aktion aller Zeiten. Wir sind bald zurück. Warum darf eigentlich nicht den Hubschrauber fliegen? Oh Gott. Dieser Stein da, der sieht schon so gefährlich aus. Haben Sie irgendwas von Fumaroin gesagt? Sie, du wirst es nicht glauben. Sie sagt, wenn man sie öffnet, etwa mit einem Auto, lässt das geothermale Energie ab. Mach weiter, Superstar. Lass dich nicht vom Gran Caldera besiegen. Ja, mach ich. XS feuert dich an. Bis zum Ende. Ja, wir ziehen. Komm jetzt den Krater hoch, Rami. Verstanden. Du kannst oh Gott. Die Klimaanlage aufdrehen. Ja, ich drehe auf. Voll kühl, Alter. Voll kühl, Junge. Oh Gott, was ist da? Warum? Hä? Was ist los? Oh Gott. Oh Gott, was ist da? Ich habe mit Haley gesprochen. Sie sagt, wir haben etwas Zeit. Sie will sogar, dass wir hier oben was erledigen. Für die Wissenschaft. Ja, Wissenschaft. Yep, das Wasser in der Kabine dürfte für eine Probe reichen. Oh, entschuldige, Pilot? Was dagegen, wenn wir einen Umweg machen? Ich schwöre, ich habe da draußen eine Art Scheune oder so gesehen. Ach so, Scheune. Warten Sie, ich mal Umweg. Was ist hier los? So. Oh Gott, ich sehe aus. Ja. Anzug angelegt. Auf zur Wissenschaft! Achso, ja, schön. Anzug habe ich jetzt angelegt. Oh, ich sehe aus wie Urgroßvater, Alter. Moin. Oh Gott. So. Muss ich hier machen? Ja. Messstation steht. Perfekt. Oh, die Radar hat aber ganz schön schon. Wir haben das Seismometer platziert. Das zeigt. Du erkennst die Messwerte? Buenissimo. Wir sollten uns bald auf den Weg nach unten machen. Oh Gott. Ah, Junge, zum Glück ist es ja nur mein Auto. Moin, Jungs. Beenden. So, jetzt fahre ich wahrscheinlich noch ein Rennen weiter. Ich habe dir einen aktiven Vulkan aus der Nähe versprochen. Aber jetzt was ist da eigentlich mit meinen Haaren los? Yep, genug mit dem Feuer gespielt für heute. Oh Gott. Ja, ich will hier auch hier weg. Keinen Bock auf Feuer, Junge. Wow, das war gewaltig! Der Vulkan meint wohl, dass wir seine Gastfreundschaft strapaziert haben. Also gut, los geht's. Wir sehen uns unten, Rami. Zum Glück kenne ich den schnellsten Weg runter. Oh Gott, hier sind wir doch schon mal. Ganz am Anfang von Horizon bin ich hier schon mal runtergefahren. Jetzt kommt gleich der legendäre Sprung. Geil. Jen, du hast dich dem Vulkan gestellt. Als nächstes ist ein echtes Bacha-Rennen dran. Vamos! So. Ich kenne eine alte Bacha-Rundstrecke. Die wäre perfekt. Quer durch die Prärie, Junge. Wenn ich schon so ein Buggy hab. Ich wusste nicht, dass wir gleich mit dem Rennen starten, aber los geht's. Oh Gott. Wir haben die letzte Runde erreicht. Was ist das? Das ist der Wahnsinn! Das Fahrzeug lässt sich so scheiße, übelst scheiße lenken, Junge. Das Publikum ja, zwar kommen wir nicht erstes rein. Aber das ist egal. Wo bin ich jetzt erster? Ja, ich geb Gas. Ja, und ins Ziel. Da ist das Ding. Junge, ich und mit meinem Buggy, Junge. Wie ich da reingeschossen bin. Und noch erster, Junge.
genau da, wo Schanbacher 500 und 1000 stattfanden. Okay. Legendäre Querfeldeinrennen. Also bitte, die gibt's einmal im Jahr. Wir können das jeden Tag machen. Ja, das stimmt. Ich kann das auch jeden Tag machen. Du weißt, wie man einen Auftritt hinlegt. Willkommen zu Horizon Bacher. Horizon Bacher, Alter. Erklär mal. Das ist Horizon Bacher. Okay. Was hältst du von diesem Ort? Das ist wird cool. Die Adresse für Querfeld einrennen. Es ist eher was für Letellux. Letellux fährt immer sowas. Hey Jonas. Hey. Besucherzahlen bei Horizon Bacher sind explodiert. Wir sind wohl nicht die einzigen, die immer davon träumten, herzukommen. Bring sie weiter her, Superstar. Ja, machen wir. Aber vorher tue ich das heutige Video beenden. Und deswegen. So Leute, das war auf jeden Fall das heutige Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Oh Gott, das Spiel leckt Urgroßvater. Die nächsten Tage kommen erstmal nur so kurze Videos, nicht so ganz so lange Videos. Ich hoffe, das ist okay. Und haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Oh, mein schöner Lambo ist kaputt.